gebrauchen, aber ich denke mal so, spätestens mit Level 13 wird Freya die beiden eingeholt haben. Und so langsam geht es mir auch darum, dass wir... warum so langsam? Es geht mir eigentlich schon die ganze Zeit darum, dass wir quasi immer alle Abilities erlernen, so schnell wie es geht auch natürlich, wohlgemerkt. Also, was ist das? Erhöht die Wahrscheinlichkeit beim Clown. Das können wir jetzt natürlich ein bisschen umändern. Und dann tun wir die Götterspeise da drauf. Geld und Leben haben wir auch schon gelernt. Kavalier haben wir auch gelernt. Hau den Lukas. Weihrauch lernen wir noch. Tontauben ist nicht gelernt. Wenn schon, denn schon. Wie wäre es mit das da weg? Und dann tun wir einfach mal Tontauben noch erlernen. Dass wir quasi dann nur Abilities drauf haben, die wir noch nicht so ganz erlernt haben. Drachentöter, Kannibale, natürlich wird das einiges an Kämpfen brauchen. Ach so, jetzt verstehe ich das. Ich muss die gar nicht aktiv haben, sondern ich muss die Gegenstände tragen, bis wir die Abilities erlernen können. Na, das ist natürlich ganz praktisch, weil da müssen wir nämlich gar nichts an unseren Abilities ändern, sondern immer nur das nehmen, was uns gerade, ich sag mal, taugt und was wir gerade brauchen. Und dann wird mir gerade schwindelig, weil wir die ganze Zeit im Kreis laufen. Ja, mir wird schwindelig, wenn ich sowas sehe beim Spielen. Ist so. Das ist kein Scherz, Leute. Das ist kein Scherz. Sowas meine ich ernst. So, zwei diesmal. Das ist natürlich... Das ist natürlich... Und ein Hinterhalt. Das ist natürlich, nicht so gut. Das ist suboptimal. Erstechen. Verfehlt's. Das ist gut. Das ist gut. Das wiederum nicht, Freya, bitte hier. Beziehungsweise vielleicht haben die ja eine Schwäche gegen Eis. Angriffsformation, den machen wir jetzt. Den muss man jetzt schnell platt machen. Weil sonst würde er uns ganz schön auf die Nüsse gehen, habe ich das Gefühl. Ja, gegen Eis haben die etwas. Und das tut denen nicht ganz so gut. Erstechen. Vivi könnte ganz schön drauf gehen jetzt gleich, bald dann. Weil die machen jetzt dann ein bisschen mehr Damage auf. Machen wir mal so, zack. Blitz einfach mal direkt in sein Gesicht auch. Und ich will mal sehen, wie viel das jetzt nützt, muss ich ehrlich sagen. Angriffsformation, das ist mir scheißegal. Du kriegst jetzt einen Blitz in dein Gesicht. 105, ja gut, die haben eine Schwäche gegen Blitz. Muss man einfach so sehen. Die haben halt eine Schwäche gegen Blitz. Erstechen. Gut. Freya wirst du damit nicht beeindrucken. Die wird dich umlegen. Die hat einen starken Angriff. Krass, 312 wieder. Ha, woher kam dieser Angriff auf einmal? Plötzliche Stärke. 92. Oh yeah, baby. Oh yeah. So, wir werden ein bisschen auffüllen müssen. Ein bisschen was auffrischen. So. Ich fange jeden Satz an mit so. Ja, so. Ja, so, ja. So, ja. So, wir haben fast wieder... Boah, wir haben echt viele Potions verwendet, muss man einfach so sagen. Ich glaube, es wird wieder Zeit, mal ein bisschen hier neue zu kaufen. So. Ja, dann kann ich eigentlich gleich, wenn wir eher im Training sind, kann ich eigentlich gleich wieder ansetzen, beziehungsweise Ability Training, Entschuldigung. Kann ich eigentlich gleich wieder da ansetzen, wo ich vorhin aufgehört habe. Drei Gegner diesmal, das ist ja natürlich ein EP-Boost à la Bonheur. Sprung, Draco-Technik, schwarze Magie, bitte mach mal eine Blitzattacke hier für alle schön. Angriff, ja gut, dass die sie dann angreifen, ist mir jetzt eigentlich recht wurscht. So, nee, wenn wir das eh schon so machen, dann kann ich auch nebenbei davon ein bisschen quatschen, so. Was meine Entscheidung für den Laptop beeinflusst hat, ist recht einfach. Und zwar, anfangs war ja der Plan, dass ich mir so bald wie möglich ja den Laptop kaufe. Aber dies hat sich jetzt ein bisschen geändert, da ich einfach sage, dass, wenn ich jetzt einen Laptop kaufe, dann werde ich mich jetzt wahrscheinlich auch nicht so ganz konzentrieren auf die Schule, sondern halt auch nebenbei ein bisschen StarCraft zocken und so. Das wird dann ein bisschen so... Ja, es wird ein bisschen verspielter werden und das...
das will ich jetzt auch nicht, ehrlich gesagt. Ich möchte schon auf der Spur bleiben, so Richtung... Richtung Schule muss sein. Also ich muss halt ich würde gerne meinen 1-Komma-Schnitt behalten. Und der behält sich natürlich nicht von alleine, wie ihr wisst. Und dementsprechend muss das eben auch so sein. Es wird gelernt. Das ist eh klar. Heute beispielsweise wieder gelernt, auch vor dem Aufnehmen. Und mir ist es halt einfach auch wichtig, da ich eben auch natürlich belohnt werde fürs Lernen. Finde ich, ist ein ganz netter Zusatz. Muss man natürlich nicht. Müssen meine Eltern nicht machen. Machen sie aber. Die Abmachung war halt, dass wenn ich meinen 1-Komma-Schnitt habe im Zwischenzeugnis oder irgendeine Art von 1-Komma habe, also Hauptsache eine 1 vor dem Komma, dann kriege ich meinen Urlaub bezahlt. Und so, jetzt ist natürlich klar, wenn ich meinen Urlaub bezahlt bekomme, bleibt natürlich mehr Geld für die Gamescom über. Wenn mehr Geld für die Gamescom überbleibt, könnt ihr euch ja ausmalen, bleibt natürlich auch mehr Geld für Laptops oder dergleichen übrig. Und wenn sowas übrig bleibt, dann wird natürlich auch die Qualität meiner Videos besser. Und ich habe natürlich auch dann mehr Geld und mehr, Freiraum und mehr Spielraum, was ich machen kann, was ich machen will. Ich bin nicht mehr so gebunden, um auf mein Sparbuch drauf zu zahlen, und dann das Geld, was ich auf dem Sparbuch habe, wird dann halt auch irgendwie fürs Dingensen benutzt, also für den Urlaub auch oder so, wenn ich den 1-Komma-Schnitt nicht habe. Und das muss nicht sein, finde ich. Das muss nicht sein. Ich möchte dann natürlich auch irgendwo eigenes Geld benutzen, selber zahlen und alles. Aber ich sag dann halt auch irgendwie, so ganz alleine muss man das natürlich nicht zahlen. Wenn man schon eine oder zwei, in meinem Fall Alter natürlich, Personen hat, die das für jemanden übernehmen würden, sofern man die entsprechende Leistung abliefert. Ne? Also das ist denke ich mal, ist akzeptabel und vertretbar und auch natürlich vollkommen verständlich. Und deswegen akzeptiere ich das auch vollkommen und werde mich natürlich bemühen, allein schon, weil ich natürlich ein Abitur haben will, ein recht gutes. Und andererseits auch, weil ich einfach sag, ich möchte ein bisschen Geld sparen, in Anführungsstrichen, und nicht alles ausgeben für den Urlaub und so, sondern ich möchte halt auch ein bisschen was hierfür ausgeben können. Und irgendwie, wenn ich mal mit meiner Freundin essen gehe, dann möchte ich halt auch schick essen gehen können und nicht irgendwie immer, keine Ahnung, irgendwas. Oder wenn ich meiner Freundin gerade mal ein Geschenk kaufen will, dann kaufe ich halt ein Geschenk. Und, sowas halt. So, wir müssten jetzt langsam die ersten, Abilities, fertig werden. Und, ja, dann machen wir noch eine Viertelstunde hier, denke ich mal. Ja, so Viertelstunde, 20 Minuten werde ich hier auf jeden Fall noch, euch die Ohren zuquatschen. Und ein bisschen Ability-Punkte sammeln und natürlich auch unsere Charaktere nebenbei, also was eigentlich nicht so primär das Ziel war, leveln. Es geht mir jetzt mehr so darum, einfach die Abilities so schnell wie möglich zu erlernen. Das ist einfach das Wichtigste, sag ich mal, also das Erste für mich. Und dabei bleibt es dann halt auch, ne? Da müssen wir nicht diskutieren, großartig, das wisst ihr auch selber ganz genau, das ist einfach so. So, Lanzette auf Vivi, das ist nicht clever von euch, deswegen gibt erstmal schön eine Lanzette von der Freier in dein Gesicht. Von Vivi kriegst du einen Stab in dein Gesicht und von Zidane erstmal schön den da in dein Gesicht. So. Habe ich noch irgendwelche Themen, was ich so quatschen kann? Also zurzeit bin ich echt so auf dem Trip StarCraft Live. Gift und Galle haben die beide gleichzeitig gelernt. Ziemlich lustige Scheiße. Ich werde noch so 2-3 Kämpfe machen und mal schauen, was so erlernt werden muss noch. StarCraft habe ich natürlich ganz großes Thema. Im Normalfall müsste eigentlich Deponia angefangen haben. Wenn diese Folge hochgeladen ist,
müsste eigentlich mein Nachfolgerprojekt zu Pokémon angefangen haben, nämlich das Deponia. Ihr hattet ja einige Vorschläge gemacht bezüglich der, was das nächste Let's Play sein soll, Assassin's Creed oder so. Und ich würde ja auch gerne sowas spielen, was Neueres auch natürlich, aber ich sag mal einfach ganz ehrlich, wie es ist bei mir zurzeit. Ich hab einfach, also ich hab den Mnet-Anbieter, ne? Und ich hab heute mal gemessen, was so meine Upload-Rate ist pro Sekunde. Und ich lade genau 0,25 Megabytes pro Sekunde hoch. Empfange 6 Megabytes die Sekunde. Und das ist schon eine extrem lausige Leitung. Ihr wisst das selber ganz genau, dass das jetzt nicht gerade die schnellste Leitung ist. Und ich weiß es nicht, wenn ich jetzt irgendwie so ein Video habe wie damals bei StarCraft, wo ich dann teilweise 800, 900 Megabyte habe, was ich dann hochladen muss. Und das auch noch in einer Qualität, wo ich selber sage, es muss mindestens 720p sein, dass man ein wenig HD hat, also nicht mal 1080p, das will ich mir gar nicht trauen, dann würden die Dateien auf 1,5 Gigabyte hoch rushen, sage ich mal so, und das traue ich mich einfach mit meiner Leitung nicht. Das Einzige, was wäre, ist, dass ich eine andere Frage, andere Leute, die ich kenne, die dann vielleicht für mich die eine Glasfaserleitung haben und die dann natürlich auch eine deutlich bessere Upload-Rate haben wie ich, dass diese dann für mich quasi das uploaden, wohlgemerkt, also dass ich da jetzt nicht der Einzige bin, der da, also dass ich einfach mir einfach das Unterstützung suche, sagen wir es mal einfach so, weil mit dieser Leitung, da kriege ich einfach kaum mehr solche Videos nach oben. Das ist einfach nicht mehr möglich. Sagen wir es mal einfach so, wie es ist. Dafür ist einfach die Leitung viel zu langsam hier. Und das ist leider Gottes so, dass es noch nicht in Aussicht ist, als ob unsere Leitung sich hier in irgendeiner Art und Weise verbessern würde. Also, sieht nicht so danach aus, als ob das irgendwie in irgendeiner Art und Weise hinhaut. 2014 kann natürlich das Jahr sein, wo unsere Leitungen hier explodieren und alles verbessert sich und. Aber momentan sieht es leider nicht so aus. Ich werde einfach mal schauen, ob es jemanden gibt, der für mich hochladen könnte. Und falls ja, werde ich natürlich sofort meine externe Festplatte beladen und alle Videos, die ich vorher aufnehme und hochladen, also in Auftrag geben, dass die hochgeladen werden, so früh wie es natürlich geht. Sobald ich jemanden hätte, würde ich das sofort machen. Kommt sofort, also da sehe ich auch, führt auch kein Weg daran vorbei, muss man einfach so sagen. Das ist einfach kein Stress auf jeden Fall. Aber bevor das halt passiert, kann ich leider nicht irgendwie solche Assassin's Creed Sachen machen, weil einfach ich würde echt gerne, also da führt echt auch kein Weg dran vorbei, dass ich da nicht will. Das ist jetzt nicht so rüberkommen, ne? Aber ich habe einfach nicht die Möglichkeit dazu und das ist leider richtig, richtig scheiße. Und da könnten wir uns jetzt stundenlang drüber unterhalten. Ich würde es trotzdem gerne machen, aber irgendwie klappt es jetzt irgendwie nicht. Es ist einfach, es ärgert mich halt einfach. Keine Ahnung, ob ihr das versteht. Es ärgert einfach. Richtig ärgerlich. Und vor allem, dass der jetzt einfach mal einen 341er Hit bekommt und der andere nicht, das ist noch ärgerlicher. Aber zumindest beendet Freya diesen Kampf, bevor ich noch weitere Magiepunkte verschwenden muss. Und wir können uns unsere Gift und Galle, es werde nicht, Kannibale, Tontauben, wenn schon, Dracomegere haben sie erlernt. Das ist wunderschön. Dann gucken wir uns jetzt mal an, was die Leute hier für Abilities erlernt haben. Damit wir die neuen erlernen können, beziehungsweise neuen Auftrag geben. So, nee, wir machen mal bei Anlegen, Vivi. Zack, lernt eigentlich nichts mehr auf der
da hat er nichts mehr zu erlernen. Da hat er nichts mehr zu erlernen. Da hat er nichts mehr zu erlernen. Da hat er auch nichts mehr zu erlernen. Vivi hat seine Abilities alle gelernt. Gut, du hast schon, wenn schon, denn schon. Dann hast du hier aber eh nichts mehr zum Austauschen. Vita, hast auch nichts mehr. Halstuch. Du könntest höchstens noch... Nee, du hast auch nur die Abilities, die du hier hast. Die kannst du lernen, außer halt hier noch bei deiner Organik. Da hast du noch eine andere. Aber die kommen natürlich später dazu. So, beim Jagdspeer hat er noch nicht... Hat sie noch nicht die Drachentöterin erlernt, okay. Level Up wird auch noch ein bisschen brauchen, bevor wir dann quasi zum Bronzehelm rübergehen, wegen dem Pestizid. Gut, dann können wir hier weitermachen, zumindest mit dem Weihrauch. Dann hat er eh eine bessere Dingensen, ne? Also, ihr habt es ja gesehen. Zauberküssare wegen dem Bodyguard in Insomnia kommt auch noch hinzu. Okay. Dann haben wir hier noch Hau den Lukas, Tontauben und... Okay, aber wir haben eigentlich... Ja, wobei wir haben noch recht viele Kämpfe mit Freier zu erledigen. Sonst würde das nicht gehen. Naja, wie dem auch sei. Gut, dann müssen wir jetzt weiter trainieren noch. Ich bin eigentlich recht gespannt, wie wir das abschneiden werden.